Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach. Und wenn ich hier starte, wisst ihr, was das bedeutet. Wir machen Holz zu Geld. So, in der letzten Folge habe ich großspurig angekündigt, dass wir das in kleine, verdauliche Häppchen verteilen, das Stapeln. Und dann habe ich es total vergessen. Und ihr seht ja, was passiert, wenn man das vergisst. Dann passiert hier leider gar nichts. Und wir brauchen das Geld. Oh, was hat sich denn da jetzt gerade wieder verschoben? Ja, sehr fachmännisch. La 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 la. Mhm. Falls sich jemand fragt, warum ich nicht noch mehr auf diesen Anhänger drauf stapel, dann kippt der immer oben in den Kurven. Haben wir schon mehrfach probiert. Dann liegt er da. Alle Viere von sich gestreckt und nichts geht. Und es sind so schon immer alle ein bisschen genervt von meiner Stapelei. Aber es muss sein. Ich kann nichts dafür. Wenn wir anderes Geld machen könnten, indem wir Dreschern bei der Arbeit zuschauen, ich würde es machen. Aber so weit sind wir noch nicht. Da müsst ihr jetzt vorspulen, falls ihr die Serie nachholt, auf Folge 388. Da geht's los. Da geht's dann los. Okay. So, das ist der. Was ist mit dem? Der steht hier immer noch so rum. Achso, das wollten wir da hinten rein tun. Ja, ja. Oh, Elektrotrecker wäre gut. Einen Moment. Die Steinesammler brauchen wir wirklich sehr, sehr selten. Da ist der hier noch viel zu nah dran. Jetzt habe ich den rausgesehen. Genau, jetzt habe ich. Oh, furchtbar. Okay. So, ab zum Silage-Mixwagen. Oh, ich habe die Musik vergessen. Sorry for that. Wir können auch noch mal schauen. Das mache ich mal vorher. Wie sieht es denn hier aus? Mehl. So, Mehl wird verteilt. Oh Gott, oh Gott. Umstellen. Lagern, so. Zuckerrüben, da gucken wir gleich nochmal hin. Brot. Ja, da können wir mal zwei auslagern. Das verkaufen wir dann mal, sobald die Preise dafür günstig sind. So, Zuckerrübenfabrik. So, kriegen wir noch ein bisschen mehr hin. Perfekt. Zurück zum Favorit. So, erstmal ein bisschen Silage. Oh, das kann ruhig. Kann ruhig, ordentlich. Großer Kuhstall wäre auch cool. Diesem Roboter und so, das kenne ich. Hab ich noch nie gemacht. Ich will mir eigentlich mal sagen, ob sich das lohnt oder ob wir das kaufen und wir ärgern uns dann. Mal. Vielleicht heute noch mal diesen Ballen aufspießen hier.
So, Trick 17. Ast rein. So, da sind wir überall gut dabei. Jetzt noch ein bisschen Mineral und den Rest füllen wir mit Stroh auf. Ist aber auch schwerfällig heute. So, das reicht schon. 01, nur dass da keine 0 steht. Jetzt noch ein bisschen Stroh oben drauf und fertig. Ich hoffe, wir haben noch Stroh. Das habe ich jetzt gar nicht geprüft. Hier ist unser neues Flüssigkeitenlager. Wollte ich mal gucken, ob das hier irgendwie als Wasserbehältnis zählt. Aber das ist doch nur Dekokram, ne? Nee. Wo kommen denn diese 5000 Liter Wasser her? Jetzt hänge ich hier fest. Verstehe das nicht. Ist das das Wasser im Kuhstall? Aha. Okay. Gut, Galileo Mystery kann sich wieder hinlegen. Das Mysterium hätten wir geklärt. Ach nee, bitte nicht. Stroh. So. Gucken. Alles in die grüne Bereich. Und dann sehen wir hier auch Mischration. Das hat also gezählt. Gut. Sehr, sehr gut. Und dann können wir den Tieren nämlich jetzt nochmal schön Futter geben. Und der Vorteil ist dann, dass wir uns nächsten Monat dann hoffentlich erstmal nicht damit beschäftigen müssen. Hä? Ach so, das hatten wir ja auch schon gemacht. Bla 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 bla, Mischration, das ist alles. Ja gut, dann haben wir einen vollen Wagen für schlechte Zeiten. Ist auch wichtig. Stört mich jetzt nicht, ich parke rückwärts ein. Sehr schön. Angekommen. Alles verkauft. 42.000. Es ist einfach so herrlich. Die ganze Kohle. So, wo ist der? Der hier? Der sollte doch jetzt nochmal zum Händler. Zweimal. Einmal für Saatgut und einmal für Dünger. Mach das mal bitte. Wie sieht es denn hier bei dir aus? Du bist zu... Uiuiui, ui, ui. Das dauert aber noch. Knapp ein Viertel durch, ne? So, ich mach mal Musik aus. Vom Sound her richtig cool. Richtig gut. Die Sounds, dann diese ganzen auch so An- und Abkoppel-Sounds und so, sind durch den LS22 nochmal richtig viel besser geworden als beim LS19, meiner Meinung nach. Aber ich sag's, wie es ist. Viel ist jetzt gar nicht mehr zu tun. Dann machen wir mal so ein bisschen Systempflege. Also, du kannst mal eine Palettengabel holen, falls wir hier mal was verladen möchten. Die legen wir hier ins Gemüse, damit die uns keiner klaut. Oh, die finden wir dann niemals wieder. Vergiss es. Können wir nicht machen. Mal hier hin. Die suche ich. Nee. Das bringt nichts. So, auch zum Händler. Können wir beim Händler schon mal Dünger kaufen. Der ist nämlich teuer.
Hier ist auch alles repariert. Der hat gewendet. Ah, auch schon wieder 11 Uhr. Ich prognostiziere, dass es irgendwann mit einem Tag pro Monat nicht mehr reichen wird. Trotz halber Geschwindigkeit. So, wir gucken nochmal die Schnäppchen durch. Aber das haben wir uns eigentlich alles angeguckt, da ist nichts. Das wäre so ein Ding, ne? Achso, kann ja kein Wasser, aber... Könnten natürlich, ich bin immer noch fasziniert von dieser Wassergeschichte. Wo sind denn die großen... Ja, 32.000 Liter. Jetzt haben wir gesagt 5.000 für 1.000, also 6.000 pro Fahrt. Da könnten wir unseren LKW mit refinanzieren. Weil ich glaube, ich würde den eher so nicht so ganz so blinkend, dann wird man ja blind. Da kommt er angeschossen. Ach, kann ich Musik wieder machen. Es ist irgendwie, kommt mir das so vor, da ist die Musik heute laut, ich weiß es nicht. Gefühlt sind auch alle Einstellungen im OBS jedes Mal anders. Nichts gemacht und trotzdem... Ah, einen zu viel gekauft. So. 12.000. Ach, da war noch ein Kalk drauf, oder was? Oh, oh je. So, was ist denn das jetzt überhaupt? Dünger. Dünger, los. Palettengabel. Frontlader? Nein, natürlich nicht. Frontlader-Werkzeug, jawohl. Ich glaube, hier kaufen wir eine normale. Der ist ja nicht so viel am Stapeln. Gerät kann in dem Zustand nicht angehängt werden. Fahrer sollte in dem Zustand lieber nicht fahren. Was ist jetzt schon wieder? Aha. Ah, 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 ah. Dann brauchen wir für den noch einen eigenen Parkplatz. Den können wir uns gleich nochmal einrichten. Ja, fahr da lang. Hier ist inzwischen alles egal. So, 36 Minuten. Das ist okay. Gucken wir nochmal nach unserem Hanf. Der arme Drescher. Wir haben 3 Felder zu dreschen. Uiuiui. Mähen müssen wir auch. Also ganz, wenn man nicht so nah rangeht, geht's. Aber wenn man nah dran ist, sieht es irgendwie so mittelmäßig aus. Und was kostet uns jetzt nochmal der Elektrotrecker? Wer war denn das überhaupt? Ne, der hier, ne? Genau, steht ja auch dran. Electric. 50.000, das finde ich ganz schön viel. Aber wenn der mal als Schnäppchen da ist, dann schlagen wir dazu, auf jeden Fall. So, der ist angekommen hier. Jawohl. Machen wir den Rest hier noch rein. Ich fahre dann mal so lange den oder trage in der Zeit mal das Kalkding hier rüber. Das habe ich ja auch toll gemacht. Der hat da bestimmt, das ist gar nicht meine Schuld, der hat das beim Abfahren mitgenommen. Aha. Ja. Und dann brauchen wir noch Saatgut. Händler. Saatgut.
Okay, da haben wir das auch. Schon ist wieder eine ganze Menge Geld weg. Auch cool hier. Transportcontainer können mit Holz befüllt und dann verkauft werden. Ja, das habe ich mal in einem Video gesehen. 40 Fuß, 30, 20. Sieht schon gut aus. Schön gemacht. Da gibt es doch dann auch diesen fetten Volvo, der die dann hochheben kann. Und auch was anderes reinstellen kann? Eigentlich nicht, oder? Okay, so, du brauchst einen Parkplatz für unseren Hoftrecker. Einer eine Idee? Ich stelle den jetzt erstmal, aber da weiß ich nicht, wie ich ihn da automatisch reinfahren lassen soll, wenn ich ihn hier zum... Hier steht er ja eigentlich ganz gut, aber da kriege ich... Ich wollte einen automatischen Parkplatz einfahren. Muss ich mir nochmal überlegen. Brauchen wir dann eh ein paar mehr für, würde ich sagen. Okay, das soll es schon wieder gewesen sein für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen, macht's gut. Tschüss.